Hallo liebe Freunde von Mühlberg News, hier sind wir wieder. Hallo Vanessa. Hallo Massimo. Heute etwas anders, in einem anderen Gewand. Als was gehst du? Sehr gute Frage. Ich hab sie. Okay. Hast ja noch ein bisschen Zeit, kannst dir es ja dann überlegen. Gib's doch zu, mit solchen Krawatten läufst du immer rum. Ja, genau. So, und trotzdem ein etwas ernsteres Thema, unsere Wahlen. Ja, am 10. April hat der Bürgerverein Mühlberg die Jahreshauptversammlung und wir wollen euch dazu einladen, ab 19 Uhr in die Turnerschaft Mühlberg zu kommen und ja, die Jahreshauptversammlung zu verfolgen und vielleicht auch aktiv im Bürgerverein mitzuwirken. Also am 10. April ab 19 Uhr in der Turnerschaft Mühlberg. Ja, weiter geht's mit der Begehung unseres Stadtteils. Mhm. Und was natürlich das Thema bei uns ist, sind die Parkplätze auf der großen Rheinstraße. Genau. Wir hatten also eine Begehung. Wir waren im Griesbachhaus, dann waren wir am, an der Stelle, wo das Bürgerzentrum entstehen soll. Und wir waren auch auf der großen Rheinstraße. Und Herr Dr. Riel vom Stadtplanungsamt, den habe ich mal gefragt, wie es aussieht, was wirklich mit diesen Parkplätzen auf der großen Rheinstraße, was da wirklich passieren soll. Also, diese 50 Parkplätze, die da genannt wurden, ist nicht wahr. Die fallen nicht weg. Er hat mir gesagt, es fallen vielleicht 10, 15 Parkplätze weg, aber nicht mehr. Ich finde, das ist ja schon mal beruhigend. Also 15 Parkplätze kann man akzeptieren, 50 hätten wir also bestimmt nicht akzeptiert. Ja, und dann geht es weiter in der kleinen Rheinstraße, da haben wir ja auch einen schönen Brief. Genau. Vielen Dank erstmal an unseren Oberbürgermeister Herr Mentrup. Ja, und zwar Umbau der kleinen Rheinstraße. Es soll in der kleinen Rheinstraße, zwischen den Gebäuden der Hausnummer 57 und 61, Dankeschön, eine Ladezone von ca. 20 Metern entstehen. Ja, ich denke mal, es ist vielleicht eine Lösung. Lassen wir uns überraschen. Ich hoffe, die Gewerbetreibenden können damit leben. Und ja, ich denke mal, wir haben sehr viel darüber diskutiert. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, weiter geht's mit unserem Freibad, und zwar dem Sonnenbad oder auch dem Rheinhafenbad. Alles in Ordnung? Ja. Wird dir warm? Nein, okay, weiter. Alles gut. So, mit dem Rheinhafenbad, das am 28.02. als erstes Freibad Deutschlands die Badesaison eröffnet hat. Das Rheinhafenbad ist ja bekannt dafür, dass es immer relativ früh im Jahr anfängt und relativ spät aufhört. Mhm. Also ab 28. Februar war schon. War schon. Freitag. Ja. Ab gestern. Ab gestern und zwar im Sonnenbad. Habe ich doch gesagt. Rheinhafenbad. Rheinhafenbad, Sonnenbad. Genau, Sonnenbad. Gut, also. Und da darf man planschen bei 27 Grad im Wasser. Ja. Ja, dann haben wir noch eine Meldung und zwar das 12-Stunden-Schwimmen im Fächerbad am Samstag, 8. März. Also eine Woche in 8 Tagen. Und da laden der SSC, Schwimm- und Sportclub Karlsruhe, ladet ein. Und die nehmen immer das Stadtgeld und dieses Stadtgeld wird gespendet. Und dieses Jahr, finde ich eine ganz tolle Geschichte, wird dieses Geld gespendet an eine Person, die an Leukämie erkrankt ist. Also mitmachen, viel Stadtgeld bezahlen und dieses Geld wird dann wirklich sehr, sehr gut gespendet. Also ich weiß nicht, wer es ist, ich wünsche trotzdem toi, toi, toi und hoffe, dass das Geld da ein wenig helfen kann. Ja. Ja, dann haben wir nochmal das Einkaufszentrum in Mühlberg auf dem Plan, unser Karl-Benz-Center. Genau. Und wir wollten einfach noch den Namen so ein bisschen in den Raum werfen. Ja, weil viele haben gefragt, ja, heißt es jetzt schon so oder wird es so heißen? Natürlich wissen wir es nicht. Wir haben einen Vorschlag gemacht und wir hoffen natürlich, dass dieser Vorschlag erhört wird von uns. Es wäre doch toll, wenn wir sagen könnten, Karlsruhe hat ein ECE und Mühlberg hat ein CBC, nämlich Karl-Benz-Center. Also. Ja, und umso mehr Leute davon sprechen, umso wahrscheinlicher wird es, dass es auch so heißen wird. Genau. Also, liebe Verantwortliche,
Macht euch Gedanken. CBC in Mühlburg. So, weiter geht's. Jetzt haben wir was Tolles, und zwar ein Seniorenfasching waren wir ja. Und also es ist ganz toll, was da die Senioren auf die Füße stellen jedes Jahr. Und ich habe euch natürlich auch einen kleinen Filmausschnitt mitgebracht. Und ich sage jetzt einfach mal, lieber Aladin, Film ab. Gesehen, es war eine tolle Stimmung, und wenn man überlegt, es sind 4 Senioren, die das Ganze jedes Jahr organisieren. Nur 4 Senioren. Also Hut ab vor diesen Senioren und ja, einfach weiter so. Ja, Hut ab. Okay, Hut ab. Gut, weiter. So, weiter geht's mit der Weiberfasnacht der MCG. Das ist mittlerweile die 15. Damensitzung der MCG gewesen. Ist alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Okay. Wie gesagt, die 15. Damensitzung der MCG. Macht weiter so. Eure Prunksitzungen sind immer sehr, sehr schön zum Ansehen, zum Mitschunkeln. Genau. Und wir haben... Und zum Abputzen. Und zum Abputzen. Gut. Aber am 5.3. feiert die MCG ihr Heringsessen. Also Kaderjagd nennt sich das. Und zwar in der Narrenschell. Am 5.3. ab 19.30 Uhr. Die, wo ihren Kader suchen, die finden ihn dort, nämlich in der Narrenschell. Und da kann man dann Hering essen, wenn es schmeckt. So, weiter geht's mit dem Faschingsumzug, dem Karlsruher Faschingsumzug. Ich glaube, wenn ich jetzt noch viel dazu erklären muss, dann habt ihr einfach die Mühlburg News nicht oft genug gesehen. 4.3. BV Mühlburg, Wagen Nummer 80. Genau. Und wir haben nach dem Umzug eine Kettensägenshow mit unserem, ich sage immer unserem, weil ich finde einfach, er gehört hier zu uns, Marco König, unser Stuntman. Und der ist ja wirklich bekannt bei RTL, Sat.1 und was weiß ich, wo der schon überall mitgespielt hat. Also, liebe Freunde, wir freuen uns auf Marco König. Er wird mit uns auf dem Wagen mitfahren und dann später mit Silvia Heiß. Liebe Silvia, von hier aus einen schönen Gruß. Und mit Silvia Heiß später dann eben diese Kettensägen-Show präsentieren. Ja, weiter geht es mit einem Aufruf der Stadt Karlsruhe. Ja. Und zwar geht es um den Frühjahrsputz in den Stadtteilen. Genau. Dieses Jahr sind auch Dreckwegwochen, der Massimo weiß auch wann. Ja, die Dreckwegwochen sind vom 1. März bis 10. Mai und Bürgermeister Stapf freut sich natürlich, wenn wieder viel, viel Dreck wegkommt. Ganz klar. Ja, also, informiert euch über die Homepage, über die Stadt Karlsruhe. Da könnt ihr natürlich dann alles nachlesen. Letzte Woche hatten wir ja schon über das Fußballturnier für den Erhalt des Wölflebads berichtet. Mhm. Was machst du da eigentlich? Ich feiere Fasching.
Okay. Ich weiß nicht, woher du kommst, aber das ist ein komischer Brauch. Okay. Gut. Ja, Kicken für den Erhalt des Freibads. Genau, leg also, los. Ja. Wölfle Fußball Cup heißt das Ganze und findet am Samstag, den 15. März zwischen 14 und 18 Uhr statt in der Jaco Arena in Karlsruhe-Stupferich in der Thomashofstraße 27 bis 29. Auch Firmen, Vereins- und Freizeitmannschaften können am Turnier teilnehmen. Also, wenn ihr Lust habt und ihr wollt da was tun für dieses Wölflebad, dann meldet euch an. Wie gesagt, ich bin gerade dabei, eine kleine Fußballmannschaft für den Bürgerverein wieder zusammenzustellen. Wir haben ja eine. Ja, und ich hoffe, dass die Jungs mich da jetzt mal erhören und kommen. Und dann werden wir uns auch dort anmelden und mitspielen. Ja, weiter geht's. Und zwar mit den Geburtstagen schon? Nein, wir haben noch Sport. Wo? Wo? In Karlsruhe. Und zwar der KSC spielt auswärts gegen Aalen. Liebe Jungs, toi toi toi. Wir haben den Sport. Wo? Auswärts. In Karlsruhe. Auswärts. Okay. Aalen. Gut, ja. Ja, entschuldigt bitte, dass heute diese Sendung etwas anders ist. Aber wir haben Fasching. Und ja, gut. Jetzt kommen die... Geburtstag. Und wir haben nur einen einzigen Geburtstag. Nur einen einzigen. Und das ist der Toni. Lieber Toni, alles Liebe und Gute nachträglich zu deinem Geburtstag. Und ich denke, die Melle hat dir viele, viele Geschenke und deine Freunde wahrscheinlich auch viele, viele Geschenke vorbeigebracht. Also nochmal alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag. Ja, und weiter geht's mit dem Wetter. Ja, das Wetter bleibt. Es bleibt so schön warm, so frühlingshaft wie jetzt. Und ja, wir hoffen natürlich auf den Faschingsumzug, dass es da nicht regnet, weil da scheint es mir doch, ja, schon so, ja, es soll etwas regnen, nieseln, was weiß ich. Also ich hoffe, es regnet. Du hast es im Bauchgefühl, oder? Ja, genau. Nein, ich habe natürlich den Wetterbericht angeschaut und da heißt es, ja, Regen am Dienstag. Wir hoffen nicht. So, tja, das war unsere Faschingssendung. Ja. Und? Was war das jetzt? Okay, also, liebe Freunde, du kommst aus dem Bild. Deswegen habe ich mich ja gerade geduckt. Nicht jeder kann so klein sein wie du. Okay, das verzeihe ich jetzt nicht vor der Kamera, aber sobald die Kamera aus ist, werde ich es dir zeigen. Ich sage tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye und gebe das letzte Wort an Vampirette oder was weiß ich, was sie ist hier. Merci. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch bis dahin eine närrische Zeit, eine närrische Woche. Hör auf. Okay. Die Leute sollen nächste Woche wieder zuschauen. Okay. Tschüss.